Wunderschönen guten Tag zusammen, herzlich willkommen und wir haben ein neues Dr. Oetker Video, denn ihr wisst, Dr. Oetker kennen wir alle aus unserem Supermarkt und die kann man sich mal anschauen, die Sachen. Milchreis mit Apfel und Zimt vom guten Doc O. Ich habe es noch nie probiert, wurde mir mal empfohlen und jetzt dachte ich mir, probieren wir das doch einfach mal aus. Ja, was ist das ganze Instant-Gericht, wie so viele andere Sachen von denen? 500 ml Milch sprudeln, kochen, Topf vom Herd nehmen, reinrühren, eine Minute kräftig weiterrühren, 10 Minuten stehen lassen, quellen und dann soll das Ganze nach Apfel und Zimt schmecken. Ich bin mir da nicht so sicher, 50% Instant-Reis, dann Zucker, Stärke 4%, wow, getrocknete Apfelstücke und am Ende kommt noch irgendwo Zimt und Aroma. Wenn es am Ende schmeckt, soll mir es egal sein. Ja, man kann das alles ganz einfach selber machen, aber das geht mit Sicherheit nochmal deutlich schneller, als es selber zu machen. Von daher, ich finde solche Produkte völlig in Ordnung für die Leute, die keine Zeit haben oder auch einfach nur keinen Bock haben, es selber zu machen. Dann ist das doch eigentlich völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich verstehe auch die Leute, die sagen, ja, man kann es einfach selber machen und sicherlich ist es dann irgendwo besser und so weiter. Ja, das kann alles sein und man macht mehr Apfel rein, man hat richtigen Zimt, nicht den billigen Cassia-Zimt, sondern Ceylon-Zimt. Das kann alles sein, aber manche haben einfach keinen Bock, es zu machen. Dann finde ich es völlig in Ordnung, dass man sich sowas kauft. Milch wird erhitzt, dann streuen wir es mal zusammen rein und dann bin ich echt gespannt, wie das hier für mein Mittagessen schmeckt. Ja, das wird es nämlich, mein Mittagessen. So, die Milch ist einmal aufgekocht, ist mir schon fast übergelaufen. Hier seht ihr den Instant-Milchreis. Der kommt da jetzt rein. Dann sollen wir das eine Minute kräftig rühren. Das braucht ihr euch jetzt nicht alles reinziehen. Man sieht aber schon mal ein bisschen hier die Farbe des Zimtes. So, eine Minute kräftig weiterrühren, dann 10 Minuten stehen lassen und dann, oh, es wird schon ein bisschen dick. Oh, da sind die Apfelstückchen, könnt ihr sie sehen? Dann bin ich mal gespannt, wie das gleich schmeckt. Riecht, oh ja, tatsächlich schon mal krass nach Apfel. Ich wette, das kommt vom Aroma, was drin ist. Also, was haben wir erfahren bisher? Es ist einfach zuzubereiten und es schmeckt gut nach Apfel. Es ist jetzt auch dicker geworden. Aber für mich immer noch ein bisschen zu flüssig. Ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Ich mag das, wenn Milchreis ein bisschen dicker ist. Ich mag das auch nicht, wie man ihn fast schon schneiden kann. Aber man muss ja auch sagen, wenn der jetzt abkühlt und ihr den zum Beispiel in den Kühlschrank lagert, dann wird das mit Sicherheit fast schon ein Schneidemilchreis. Denn ja, wenn etwas abkühlt, wird es natürlich auch fester. Und das ist bei Milchreis auch so. Dann bindet die Stärke auch wieder ab, die da richtig drin ist. Und dann wird es richtig pappig. Jetzt ist es natürlich auch noch hot. Es ist noch richtig am Dampfen. Und es riecht gut nach Apfel, Zimt, eher dezent. Tipp auf der Packung übrigens auch ist, ups, das habe ich alles versaut, mit Apfelmus oder Apfelkompott servieren. Wahrscheinlich schreiben sie das drauf, damit man dann richtigen Apfelgeschmack hat, weil das, ups, die Kamera ist ein bisschen schief, weil das Ding hier selbst, naja, bis auf Aroma nicht so sehr nach Apfel schmeckt. Man hat hier aber, wie gesagt, so kleine Apfelstückchen, könnt ihr das hier oben so, so diese kleinen Dinger da drauf, seht ihr. Mmh. Die haben ja sogar noch Biss. Oh, das ist aber lecker. Sehr gut. Nicht zu süß, das muss man immer ein bisschen Angst haben bei so Fertigprodukten. Aber es ist schon ziemlich süß, aber ein Zehntel ist Zucker. Also von 100 Gramm sind 10 Gramm Zucker. Das ist jetzt nicht wenig, aber es ist auch nicht krass viel. Ich finde es in Ordnung. Mmh. Es ist echt lecker, schmeckt richtig gut nach Zimt, nach Apfel und auch, wenn natürlich Aroma beißt, finde ich jetzt nicht, dass es irgendwie krass künstlich schmeckt. Ey, das ist super lecker, das hätte ich nicht gedacht. Dr. Oetker, Milchreis, Apfel, Zimt, bekommt von mir einen Daumen nach oben. Von euch möchte ich gerne eine Empfehlung haben. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was soll ich als nächstes so diese Art Fertigprodukte testen. Dr. Oetker, Ruf, was es da noch so gibt. Schreibt mir doch mal gerne, vielleicht wird es als nächstes für einen Test auserkoren. Ich sage Mahlzeit und euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.